Herzlich willkommen zur Buchvorstellung von Frankfurter Fragmente, Essays zur kritischen Theorie von Stefan Gantner. Zuerst möchte ich Stefan Gantner kurz vorstellen. Sitzt hier in der Mitte bei uns. Er hat hier in Frankfurt Philosophie, Sozialwissenschaften und Lateinamerika-Studien studiert und 1997 promoviert zum Thema peripherer Marxismus in Mexiko. Und heute ist er Professor für Sozialphilosophie und Gesellschaftstheorie an der Universidad Autónoma de Querétaro und permanenter Gastprofessor an der Universidad Nacional Autónoma de México. Und außerdem ist er Leiter des Forschungsprojektes zur kritischen Theorie des Nationalen Forschungsfonds in Mexiko. Heute Abend wird sein gerade auf Deutsch erschienenes Buch Frankfurter Fragmente vorgestellt. Und dazu werden Susanne Martin, Gabriele Neuhäuser und Stefan Wunschuh das Buch kommentieren. Und dann anschließend wird Stefan selbst zu Wort kommen. Und abschließend wollen wir eine gemeinsame Diskussion machen. Und dann wird es auch noch ein Verkauf des Buches im Anschluss geben. Also wer neugierig geworden ist, kann das Buch dann auch noch erwerben. Genau. Die Frankfurter Fragmente sind eine Auseinandersetzung mit der kritischen Theorie aus der Perspektive von jemandem, der einerseits um die derzeitige Situation der kritischen Theorie in Frankfurt weiß, nämlich dass das, was derzeit noch mit diesem Label schmückt, herzlich wenig mit den ursprünglichen Intentionen derjenigen zu tun hat, die man heute gerne als die erste Generation der kritischen Theorie bezeichnet. Aber andererseits eine Art Außenperspektive eingenommen hat, der von Mexiko aus sich anders mit der kritischen Theorie auseinandersetzen kann, als das in Frankfurt heute möglich ist. Dazu noch ein kleines Zitat aus der Einleitung. Nur außerhalb Frankfurts, außerhalb der BRD, außerhalb Europas und letztlich außerhalb der selbsternannten Ersten Welt konnte das, was in Frankfurt festgefahren war, wieder unbeschwert gedacht, entwickelt und allmählich zu Papier gebracht werden. Weiter heißt es da, die Fragmente seien ein Versuch, die kritische Theorie aus ihrer Kulturalisierung und Historisierung zu lösen, in die sie ihre heutigen Gegner versenkt haben, oftmals im Schafspelz der aktualisierten Anhänger der kritischen Theorie, um auf diese Weise ihre absolute Erbarmungslosigkeit bei der Kritik der zerstörerischen und selbstzerstörerischen Tendenzen der Gesellschaftsform, in der wir noch leben, wieder sichtbar zu machen. Die Frankfurter Fragmente. Das Buch enthält 5 Essays zur kritischen Theorie. Der erste Text beschäftigt sich unter dem Titel Kritische Theorie ohne Frankfurt mit einer Einordnung der kritischen Theorie in den historischen Zusammenhang, einer Auseinandersetzung mit Rezeption und Kritik an der kritischen Theorie sowie einer Darstellung der Antisemitismusanalyse von Adorno und Horkheimer. Anschließend wird im ausführlichsten Essay des Bandes das Bild des Engels der Geschichte bei Walter Benjamin ausführlich erläutert und interpretiert. Der dritte Text beschäftigt sich mit Marcuses Hegel-Lektüre. Dann folgt der Beitrag zu Horkheimers und Adornos unredlichen Erben, in dem sich Gantner vor allem mit Helmut Hügel auseinandersetzt, aber generell auch einen kritischen Blick auf das wirft, was heute behauptet, in der Tradition von Adorno und Horkheimer zu stehen. Er schreibt dazu, dass einfach kritiklos hinzunehmen, wie Hügel die kritische Theorie historisiert und Habermas gewonnen und sich selbst verewigt, hieße die kritische Theorie, begleitet von den Feiern einer angeblichen Reinkarnation in der sogenannten zweiten oder dritten Generation, für immer zu begraben. Der Band schließt ab mit einer kritischen Auseinandersetzung mit den Begriffen Identität und Differenz. Wir vom Arbeitskreis Kritischer Theorie freuen uns, dass mit dem Buch den Frankfurter Fragmenten eine der wahrgewordenen Auseinandersetzungen mit kritischer Theorie in den Händen zu halten, die die sogenannte frühere kritische Theorie ernst nimmt und ihre sogenannten neueren Vertreter einer harschen Kritik unterzieht und nach Anknüpfungspunkten gegenwärtige Diskussionen an die radikale Kritik von Adorno, Horkheimer und Angehörigen sucht. Der Wunsch nach einer solchen Auseinandersetzung war einer der Gründe, warum wir im Juni diesen Jahres den Arbeitskreis kritischer Theorie gegründet haben. Deswegen freuen wir uns sehr auf den Abend heute. Dann würde ich jetzt auch gleich übergehen zur ersten Kommentatorin, zu Susanne Martin.
Susanne hat Soziologie, Germanistik und Psychologie in Freiburg und Frankfurt studiert und hat von 2007 bis 2013 im Frühjahr dieses Jahres auch an der Uni Frankfurt gelehrt. Und viele von uns kennen sie aus Seminaren zur kritischen Theorie und sie war eben eine der wenigen, die solche überhaupt noch angeboten hat hier an der Universität. 2012 hat sie mit dem Thema Denken im Widerspruch, Theorie und Praxis nonkonformistischer Intellektueller promoviert. Und derzeit lehrt sie in Gießen als Gastprofessorin für interdisziplinäre Gastprofessur für kritische Gesellschaftsforschung. Genau. Ich möchte gerne drei Aspekte ansprechen und wenn meine Gliederung halbwegs Sinn macht, dann komme ich sozusagen vom Großen zum Kleinen, nämlich von der Herangehensweise oder besser gesagt von der Perspektive, die dem Buch zugrunde liegt, zu einem der Essays, nämlich dem Essay 4 und schließlich zu einer Anmerkung bzw. Rückfrage hinsichtlich einer konkreten Interpretation, nämlich der des Zusammenhangs von Kapitalismus und Nationalsozialismus. Und damit zu meinem ersten Punkt, der zugrunde liegenden Perspektive. Ich finde es hochplausibel für die Interpretation und Weiterarbeit an der kritischen Theorie, sie auf ihren historischen Kontext, das heißt auf ihren Erfahrungskontext zurückzubeziehen. Denn dies macht aus meiner Sicht ein angemessenes Theorieverständnis überhaupt erst möglich. Es verbindet Theorie mit ihren gesellschaftlichen Voraussetzungen, macht Brüche und Entwicklungen nachvollziehbar, und zwar, weil sie als Verarbeitung von Erfahrungen sichtbar werden. Dabei sind, und hier stimme ich Stefan Gantler völlig zu, vor allem kollektive Erfahrungen entscheidend. Und im Fall der kritischen Theorie sind es allen voran die Erfahrungen des Nationalsozialismus und seiner Verbrechen, der Emigration und zeitlich früher die Erfahrung der gescheiterten proletarischen Revolution. Und genau diese Erfahrung hebt Stefan Gantler, wie ich finde, völlig zu Recht für das Verständnis der kritischen Theorie hervor. Ich glaube, diese Perspektive ermöglicht immer schon eine Distanzierung, auch dann, wenn man Frankfurt nicht verlässt. So wie der Autor und so wie es in der Einleitung als beinahe notwendig nahelegt. Distanzierung nehme ich deshalb, weil diese Perspektive den Zeitkern von Theorien ernst nimmt. Und genau das verhindert, Einsichten und Erkenntnisse einfach nur zu reproduzieren, so als wären es ewige Wahrheiten. Und es fordert stattdessen dazu auf, Einsichten und Erkenntnisse vor dem Hintergrund unserer heutigen Erfahrungen zu prüfen. Können wir unter veränderten Bedingungen mit ihnen arbeiten? Oder müssen wir sie modifizieren oder müssen wir sie gar verwerfen? Und damit bin ich schon bei meinem Verständnis der Aktualisierung von Theorie, die sich an diesen Fragen orientiert. Anders gesagt, wir brauchen die Kontextualisierung von Theorien als spezifische Form der Distanzierung, um Erkenntnisse adäquat zu verstehen und um sie nach ihrer Relevanz für veränderte Kontexte befragen zu können. Ich bin nicht sicher, ob Stefan Gantler dieser Form der Distanzierung auch als Voraussetzung der Aktualisierung zustimmt, da er für beides, den Weggang aus Frankfurt und den Weggang von der Frankfurter Universität, so stark betont. Begründet wird dies mit der reaktionären Situation der späten 80er Jahre, die hier vorherrschte und in der die kritische Theorie längst unter die Deutungsmacht von Habermas und Co. gefallen sei. Es war notwendig, schreibst du sinngemäß, diese Stadt, diese Universität zu verlassen, um mit und an der kritischen Theorie weiterzuarbeiten. Ganz nebenbei finde ich, ist das ein interessanter Unterschied zur ersten Generation der kritischen Theorie, jedenfalls zu Adorno und Horkheimer, die ja nach Frankfurt zurückgekehrt sind und in dieses Land zurückgekehrt sind,
weil sie genau hier ihre kritische Theorie entfalten wollten. Aber zurück zu meinem eigentlichen Punkt, der Frage der Distanz und ihrer Notwendigkeit für die Rezeption und Aktualisierung der Theorie. Zugespitzt würde ich sagen, dass uns zur Klärung dieser Frage die spezifische Situation der späten 80er Jahre nur bedingt weiterhilft, beziehungsweise zusätzliche Fragen aufwirft. Im Zweifelsfall ist nämlich die aktuelle Situation nicht besser. Die Marginalisierung der kritischen Theorie an der hiesigen Universität war ja nicht zuletzt eine wesentliche Motivation für die Gründung dieses Arbeitskreises. Meine konkrete Frage lautet daher, inwieweit würdest du, Stefan, deine Argumentation bzw. Begründung der Distanzierung reformulieren vor dem Hintergrund der aktuellen Situation? Und damit zu meinem zweiten Punkt, dem vierten Essay. Dieser Essay diskutiert die unredliche Erbfolge der kritischen Theorie und kritisiert vor allem am Beispiel von Dubiel, dass das Erbe zwar selbstbewusst reklamiert wird, es aber keinerlei Entsprechung mehr in der eigenen Arbeit hat. Im Gegenteil, Stefan Gandler zeigt, wie in der sogenannten zweiten und dritten Generation grundlegende theoretische Einsichten der ersten Generation verkürzt oder sogar verfälscht oder einfach abgeschnitten werden. Und er findet dafür die sehr schöne Formel: Im Anekdotischen will man zur kritischen Theorie gehören, nicht aber im Theoretischen. Hier argumentiert man zuweilen wie ihre schärfsten Gegner. Das leuchtet mir sehr ein und ohne Zweifel lässt sich bei den genannten Erben nachweisen, dass sie ein ganz anderes Theorieprojekt verfolgen, bei dem die kritische Radikalität vielfach aufgegeben ist. Trotzdem finde ich diese Argumentation problematisch. Und zwar deshalb, weil ich die Erbschaft oder Erbfolge, sei sie nun inhaltlich nachweisbar oder nicht, nicht für geeignet halte, um Theorie und Theoriegeschichte darzustellen. Denn allzu rasch werden dabei Fortsetzung, Veränderung oder Revision der Theorie auf Kämpfe reduziert, zumeist persönliche Kämpfe. Und ich würde sagen, auf Konkurrenzkämpfe um die legitime Zugehörigkeit zur Theorie. Heinz Stein hat ein solches Verständnis und eine solche Darstellung von Theorie und Theoriegeschichte mit einem Familienroman verglichen. Es gehe um Nachfolgekämpfe und dabei zentral um Allianzen, Karrieren, aber vor allem um Intrigen und Verrat. Steiner bezeichnete das wenig überraschend als kulturindustrielles Modell, jedenfalls als dafür anfällig, Theoriegeschichte auf mehr oder weniger gute Familiengeschichte zu reduzieren. Demgegenüber plädiert er dafür, Theorie und Theoriegeschichte als Ausdruck bzw. als Verarbeitung von gesellschaftlichen Erfahrungen zu begreifen und zu analysieren. Und Fortsetzung, Veränderung oder Revision von Theorie vor dem Hintergrund eben der jeweiligen Erfahrung, das heißt vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Voraussetzungen zu interpretieren, ganz so wie ich es einleitend skizziert habe und im überwiegenden Teil der Frankfurter Fragmente wiederfinde. Und zu meinem abschließenden dritten Punkt, Kapitalismus und Nationalsozialismus. Alle kennen das Diktum Horkheimers: Wer aber vom Kapitalismus nicht reden will, sollte auch vom Faschismus schweigen. Und wahrscheinlich gibt es nur wenige Theorieprojekte, die diesen Zusammenhang so subtil und in so vielen Facetten herausgearbeitet haben. Die kritische Theorie ist die kritische Theorie der kapitalistischen Gesellschaft, auch und gerade an deren grausamsten Kulminationspunkt, dem Nationalsozialismus und Auschwitz. Ich fand die Abschnitte, in denen Stefan Gandler diesen Zusammenhang wiederholt und erläutert, besonders natürlich im Essay über das Antisemitismus-Kapitel der Dialektik der Aufklärung, sehr nachvollziehbar und sehr eindrucksvoll. Noch eindrucksvoller fand ich die Passagen, in denen er sozusagen dagegen anschreibt, den Zusammenhang kleinzureden oder gar zu leugnen.
Auch dafür kennen wir die Formel: Der Nationalsozialismus und seine Verbrechen seien ein Betriebsunfall der Geschichte. Und nachdem das Regime beseitigt war, könne man wieder zur Tagesordnung übergehen. Derartige Äußerungen bezeichnest du zu Recht als geschichtsverfälschend, jedenfalls als grob und gefährlich verharmlosend, und ihren Befürwortern, die in aller Regel aus dem rechtskonservativen Lager kommen, ist entschieden entgegenzutreten. Mich irritiert bei dieser Frage immer ein Autor, der nun überhaupt nicht dem genannten Lager zuzuordnen ist und der auch überhaupt nicht im Verdacht steht, den Nationalsozialismus als Betriebsunfall misszuverstehen, nämlich Jean Anerie. Mich irritiert, dass er den Zusammenhang von Kapitalismus und Nationalsozialismus weitgehend zurückweist, zumindest deutlich einschränkt, weil er nämlich gerade darin die Gefahr einer Verharmlosung sieht. Die Verharmlosung, die eintreten kann, wenn man den Nationalsozialismus in ein, wie er sagt, System einfügt. Dann würde Auschwitz zusammen mit beispielsweise den Kolonialverbrechen einfach der kapitalistischen Herrschaft und der kapitalistischen Geschichte untergeordnet. Und ich zitiere jetzt Amerie: Schließlich wird das Reich Hitlers Geschichte schlechthin sein. Nicht besser und nicht übler, als es dramatische historische Epochen nun einmal sind. Alles wird untergehen in einem summarischen Jahrhundert der Barbarei. Amerie will die grausame Einzigartigkeit und die historische Singularität des Nationalsozialismus und seiner Verbrechen bewahren. Und darauf insistiert er zeitlebens. Und weil ich beide Gefahren der Verharmlosung sehe und sowohl Horkheimers als auch Anneries Argumentation folgen kann, die ja im Ergebnis dasselbe wollen, würde ich über den Zusammenhang gerne noch einmal ausführlich diskutieren, also über den Punkt, den Sigmund Baumann vielleicht sehr treffend als die Einzigartigkeit und Normalität des Holocaust bezeichnet. Weitermachen mit dem zweiten Kommentar, und dann genau am Ende gibt es dann einen anderen Beitrag von Stefan. Genau, also die nächste Kommentatorin ist Gabriele Neuhäuser, die an der Universität Koblenz-Landau lehrt. Sie hat Philosophie, Soziologie und Germanistik hier in Frankfurt studiert und auch hier promoviert bei Habermas. Thema konstruktiver Realismus, Jean Piagets naturalistische Erkenntnistheorie, und genauso 2001 die wissenschaftliche Mitarbeiterin in Landau und hat 2012 im Fach Philosophie habilitiert mit der Arbeit Kritischer Wissenschaftsrealismus, Grundlegung und Anwendung. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Erkenntnistheorie, Wissenschaftstheorie, Ethik, angewandte Ethik, Genderforschung in der Philosophie, Anthropologie, Didaktik und Erforschung des philosophisch-wissenschaftlichen Schreibens. Ja, bitteschön. Ja, meine Damen und Herren, Herr Ganser hat jetzt drei angefragt, ob wir gerne kommentieren möchten. Und ich sage vielleicht auch dazu, wir haben uns vorhin sozusagen abgesprochen, wir werden es halten wollen, aber möglicherweise gibt es auch die ein oder andere Überschneidung, weil wir natürlich die Kommentare nicht zusammen ausgearbeitet haben. Und die Kommentare sind mit Sicherheit auch sehr unterschiedlich angelegt. Ich finde immer, so halte ich es auch in meinen Lehrveranstaltungen, bevor man etwas kommentieren kann, sollte man eigentlich zunächst mal wissen, was man eigentlich kommentiert, worum es geht. Weshalb mein Beitrag sicher auch etliche referierende Elemente hat. Ich hoffe, okay so. Und ich mache es jetzt eher so, dass ich zunächst einmal kurz darstelle, was mir bei der Lektüre am wichtigsten erschien, und eher zum Schluss dann so meine kritischen Fragen, Anmerkungen und so weiter vorstelle. Gut, zunächst einmal in der Einleitung stellst du deine Grundthese vor, Stefan, und die habe ich so verstanden, natürlich ganz ähnlich wie Susanne Martin, dass die zeitgenössische kritische Theorie, also eine Aktualisierung der ersten Generation der kritischen Theorie gerecht wird, außerhalb Frankfurts, etwa in den Debatten in Mexiko, viel besser gedeiht, das heißt weniger verfehlt.
Bildschnitt und ganz viele historische Fakten unterschlagen, was hier in Deutschland, der deutschsprachigen Diskussion, insbesondere auch in Frankfurt. Nach deiner These war die Frankfurter Schule ohnehin nie so strikt geografisch zu verstehen, denn das Denkprojekt kritische Theorie war geografisch nie auf diesen Ort festgelegt. Erstens natürlich, weil viele zentrale Texte gar nicht hier entstanden, sondern im Exil, überwiegend in USA, wo die Mitglieder dieser interdisziplinären Gruppe an Wissenschaftlern emigrieren mussten, um der Verfolgung durch die Nationalsozialisten zu entgehen. Auch hätten sich deiner Ansicht nach dem Zweiten Weltkrieg die Stadt und die Universität Frankfurt nicht als würdige Sachwalter dieses einzigartigen intellektuellen Erbes erwiesen, etwa indem wichtige Originaldokumente verloren gingen oder die Stadt Frankfurt das Benjamin-Archiv nicht angemessen ausstattete, sodass es nach Berlin verlegt werden musste. Auch die Geschichte der Gründung der Universität und des Instituts für Sozialforschung, an dem die bürgerlichen Juden Frankfurts maßgeblich beteiligt waren, wurde zunehmend verschwiegen und verdrängt, laut seiner Lesart. Wir haben leider nicht das, den Schlüssel für den Entwickler bekommen. Das ist sehr Kuppelung. Das ist immer näher, mehr und leiser. Näher und leiser, okay. Gut. Stimmt, dafür ist das Mikro ja da, dass man nicht so rankommt. Und gut. Vor allem die Universität Frankfurt habe sich auf verschiedene Weise unruhig des Vergessens und Entschärfens dieser intellektuellen Schule oder habe sich daran beteiligt. Stefan Gantler nennt hier einmal die Absenz der kritischen Theorie in den philosophisch-gesellschaftswissenschaftlichen Fachbereichen in den 1980er und 90er Jahren, in den Hörsälen und Seminarräumen. Und die enttäuschten Hoffnung vieler Studierender, die ja häufig wegen dieser wegen der Reputation des Hofes der kritischen Theorie nach Frankfurt kamen. Und das war ja auch eine Studienzeit ab den 90er Jahren. Das ist also hautnah miterlebt und das ganze Buch ist ohnehin sehr autobiografisch angelegt und sozusagen zeichnet eine intellektuelle Entwicklung nach seit den Studientagen. Nur in den Veranstaltungen weniger Professoren wie Alfred Schmidt, Jürgen Ritzert, Joachim Hirsch, Heinz Steinert und auch Gastdozenten leben noch Reste des Denkens der ursprünglichen kritischen Theorie fort. Am ehesten noch war sie in den politischen und intellektuellen Diskursen der verfassten Studentenschaft lebendig, insbesondere der damals starken, undogmatischen Linken, aus der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hervorgehen, die es schafften, noch einen Bezug zwischen den Analysen und Begriffen der alten kritischen Theorie und aktuellen politischen Problemen weltweit herzustellen. Dies führte jedoch immer wieder, das stellt Stefan Gantler in diesem ersten Abschnitt dar, zu Konflikten, etwa des AStA mit der Universitätsleitung und Professoren, vor allem in Zusammenhang mit Jubiläumsveranstaltungen und denen etwa über die Einladung von problematischen Personen, die etwa eine nationalsozialistische Vergangenheit hatten, sich der latente Antisemitismus und die Verharmlosung der nationalistischen Tradition zeigte durch die Universität und was von Studierenden zum Thema gemacht wurde. Auch von den, wie Gantler es nennt, selbsternannten Vertretern der zweiten und dritten Generation der kritischen Theorie, wie Jürgen Habermas für die zweite und Helmut Biel und Axelrode für die sogenannte dritte Generation, war kein Protest gegen diese Form der Zensur zu vernehmen. Gantler fand schließlich, wie Frau Martin schon dargestellt hat, in Mexiko einen wesentlich fruchtbareren intellektuellen Nährboden für eine nach ihm oder nach seiner Ansicht angemessene Debatte um die alte kritische Theorie und die Essays, die in diesem Buch vorliegt, sind die Frucht seiner Arbeit als Philosophieprofessor
dort und sie dienen dem Ziel, die kritische Theorie aus ihrer Historisierung und Kulturalisierung zu lösen. Im zweiten Kapitel dann stellt Gunther Elemente der kritischen Theorie vor. Also, das war einmal der Bruch mit dem klassischen Marxismus, der von einem linearen Fortschritt in der Geschichte ausging, der Analyse des Antisemitismus und der kapitalistischen Verhältnisse und ihres Zusammenhangs. Das ist etwas, wenn ich nicht richtig verstanden habe, Herr Schäfer, wovon du sagst, dass das eben vor allem etwa bei Dubiel in den zeitgenössischen Debatten auch keine nennenswerte Rolle mehr spielt, außer vielleicht in der Historisierung und Deutung, dieser fundamentale Zusammenhang zwischen Nationalsozialismus und Kapitalismus, wie es eben in den alten politischen Theoretiker zentralen Weg stand. Gut, weiteres Kernelement, der Nationalsozialismus und die Vernichtung der europäischen Juden als ebenso strukturell mit dem Kapitalismus zusammenhängend und die Singularität, die historische der Judenvernichtung, die eben nicht als Betriebsunfall der Geschichte gilt, sondern als die Verwirklichung des logischen Verlaufs der bisherigen Weltgeschichte. So, dann siehst du als Kernelement durch die Integration der Psychoanalyse, durch diese Verbindung Psychoanalyse mit Marxismus in der eigenkritischen Theorie, dass sozusagen der gesellschaftliche Fortschritt oder der historische Fortschritt in einer immer größer werdenden Restriktion körperlicher Triebimpulse und des körperlichen Begehrens besteht. Und als weiteres Element die dadurch tiefsitzende Angst vor der äußeren und inneren Natur, die eben unterdrückt und ausgebeutet werden muss, um sie in Schach zu halten, was man auch dann an der Unterdrückung von Frauen etwa oder auch der Unterdrückung in Anführungszeichen oder der Ausbeutung von Tieren, die als Naturwesen sieht. Ich überspringe jetzt mal dieses dritte Kapitel, denn ich denke, Frau Martin hat es schon dargestellt, dass deine Lesart sozusagen der jetzt dritten Generation der kritischen Theorie exemplarisch vorgeführt an den Veröffentlichen von Herrn Dubiel, dessen Verkürzung deiner Ansicht nach darin bestehen, dass sie eben im Unterschied zu Horkheimer, der sagt, wer vom Kapitalismus nicht reden will, soll vom Faschismus schweigen. Er sagt, wer vom Faschismus reden will, braucht nicht mehr vom Kapitalismus zu sprechen. Zitat Gandhi. Ja, also diese Entkoppelung dieser beiden zentralen Bereiche und Gegenstimme der Analyse. Weiterhin bemängelst du in diesen, das haben wir jetzt nicht so deutlich bei Frau Martin gehört, in diesen neueren Rezeptionen, die Behandlung der kritischen Theorie oder ihre Herabminderung sozusagen zu einer bloß philosophiehistorischen Epoche und Schule und ihre entsprechende philologische Bearbeitung in zeitgenössischen Diskussionen, das würde ihr ebenfalls den kritischen Zahn ziehen. Gut, ich komme dann zum letzten Kapitel, zu dem Abschnitt über Ringe der Geschichte. Bei Walter Benjamin wird uns Stefan Unschuh, wenn ich das richtig verstanden habe, noch eins berichten bzw. kommentieren. Ehrlich? Oh, dann habe ich nicht mehr gehört. Gut, ich springe jetzt auch mal zu dem fünften Kapitel. Moderne und Identität, Aktualität der sozialphilosophischen Reflexion. Gunther stellt in diesem Abschnitt soziale Bewegungen vor, die eben nicht nur gegen die klassistische Unterdrückung von Menschen, sondern auch gegen Rassismus und Sexismus kämpfen und die sich der Begriffe Gleichheit, Differenz und Identität bedienen, wie auch die kritische Theorie, nur eben auf andere Weise. Und, wenn ich es richtig verstanden habe, auf eine Weise, die du ebenfalls für verkürzend hältst, vor allem den Begriff der Differenz, der in diesen sozialen Bewegungen auch Theorien
Laufe ihrer Entwicklung immer stärker wurden. Ursprünglich wurde versucht, in diesen Theorieströmungen und sozialen Bewegungen mit dem Begriff der Gleichheit Unterdrückung zu überwinden und Emanzipation zu erreichen. Doch zunehmend wurde der Begriff der Differenz wichtiger, also gerade in der feministischen Debatte war es in der Tat so, dass in den 80er, 90er Jahren große Diskussionen die Frage Gleichheit und Differenz ging. Doch, das kannst du vielleicht auch nachher noch ein bisschen erklären, denn so ganz habe ich die Kritik nicht verstanden und würde jetzt auch überwechseln zu meiner Kritik an deiner Aktualisierung und damit natürlich indirekt auch sozusagen an deinen Bezugstexten der kritischen Theorie. Gerade in den, ich beschränke mich jetzt sozusagen auf das Gebiet, von dem ich etwas mehr verstehe, glaube ich zumindest, den ich hier gemacht habe, nämlich der Genderforschung in der Philosophie, die ja mehreres kritisiert hat, auch an der alten kritischen Theorie, eben die Reduktion sozusagen der gesellschaftlichen Widersprüche auf die Widersprüche, die aus der kapitalistischen Grundverfasstheit der Gesellschaft entstehen. Demgegenüber betonen die Feministinnen, dass damit zum Beispiel etwas wie patriarchale Herrschaftsstrukturen letztlich nicht analysierbar sind. Und es wird natürlich auch die Vorgängigkeit patriarchaler Gesellschaften vor kapitalistischen Gesellschaften betont und entsprechend zentral war häufig die Frage, ja, was war zuerst das Patriarchat und dann der Kapitalismus oder wie ist dieses Verhältnis zwischen diesen beiden Unterdrückungsformen zu denken und damit einhergehen natürlich auch die Zurückweisung, dass so etwas wie alle Unterdrückungsverhältnisse, die nicht in dem Ausbeutungsverhältnis innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise aufgehen, dass die sozusagen Gegenwidersprüche sind. Und dagegen haben vor allem auch die Genderforscherinnen ganz deutlich gemacht, dass solche anders gearteten Unterdrückungsverhältnisse wie Rassismus, Sexismus ein eigenes Sinn haben, der eben nicht in der Kapitalismusanalyse aufgeht oder dadurch sie nicht zu erfassen ist. Und dass sie das nicht nur die Unterdrückung aufgrund von Klassenzugehörigkeit, sondern eben auch aufgrund von Geschlechterzugehörigkeit genauso einen eigenständigen theoretischen Zugriff braucht. Und im Laufe sozusagen auch der Weiterentwicklung der feministischen Debatten hin auch zur postkolonialen Kritik kam man eben zunehmend zu der Auffassung, dass es unterschiedliche Strukturkategorien gibt, die auch miteinander interferieren, miteinander verflochten sind, wie Geschlecht, Klasse und Rasse und dass vor allem auch ihre Wechselwirkungen untersucht werden müssen und dass dieser Versuch, sozusagen den Primat irgendeines Unterdrückungsverhältnisses herauszuarbeiten, dass der letztlich fehlgeht. Gut, und das fehlt mir ein bisschen in diesem Abschnitt zu Identität und Differenz und Gleichheit. Vielleicht kannst du da nachher mal etwas dazu sagen, denn ich denke, eine aktualisierende Rezeption der kritischen Theorie müsste auch diese Debatten mit aufgreifen. Gut, vielleicht noch, ich sollte mal nicht zu viel Redezeit beanspruchen, und schon kommt er auch noch. Und ich sehe auch gerade in diesem Abschnitt über Identität, Differenz und Gleichheit ein Denkmuster reproduziert, das ich schon in der allgemeinen Theorie problematisch fand. Und letztlich kann man das auch schon bei Marx problematisch finden. Und es ist auch etwas, was in der feministischen Debatte häufig verwendet wird. Das ist zum Beispiel diese völlige Gleichbehandlung einer logischen Kategorie, etwa wie den Begriff der Identität oder den Satz der Identität, sozusagen eins zu eins auf die soziale Ebene zu übertragen. Also ich denke, man muss so die logische Kategorie der Identität und die soziale Kategorie der Identität, die muss man noch differenzieren.
dann fiel mir in deinen Essays noch auf, du sagst es auch an einer Stelle, ich habe es leider als Zitat nicht präsent, dass sozusagen auch eine gängige Kritik an der kritischen Theorie die sei, dass man Unterdrückungsverhältnisse zu stark darauf reduziert, dass sie der kapitalistischen Wirtschaftsproduktionsweise in einer kapitalistischen Gesellschaft entspringen und dass es doch übersieht, dass Unterdrückungsverhältnisse oder die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen ein universelles Phänomen ist, also auch in Gesellschaften und Staaten, die nicht kapitalistisch verfasst sind und auch in historischen Epochen stattfanden, die lange vor dem Kapitalismus es ja gab. Und dass das möglicherweise so etwas wie ein anthropologisches Element ist. Und ich denke, die kritische Theorie ist meines Erachtens anthropologisch blind. Und diese Blindheit meine ich auch an dieser Stelle. Also, dass solche anthropologischen Argumente immer vorschnell sozusagen als aus der kritischen Theorie heraus komplementiert werden, was meines Erachtens auch einen wichtigen Strang innerhalb der kritischen Theorie verkennt. Nämlich zum Beispiel die Schopenhauer-Rezeption Max Horkheimers oder auch Alfred Schmitz, den du hier erwähnst, der ja einen ganz pessimistisch-anthropologischen Ansatz vertreten hat, dass sozusagen dem Leben wesentlich auch gewisse Leidenselemente inhärent sind. Das hängt natürlich von Schopenhauer an der ganzen Lebensmetaphysik. Aber auch Max Horkheimer hat das ja aufgegriffen und diese agonistische Grundannahme, dass sozusagen Lebewesen zwingend sozusagen auch andere Lebewesen, etwa Tiere, vernichten müssen, um leben zu können. Und dass das etwas Unhintergehbares ist, was auch unhintergehbar zu Leidenszuständen führt. Ja, und dass es eben im menschlichen Leben Elemente gibt, die man wirklich auch auf der anthropologischen universellen Ebene betrachten kann, die auch durch sozusagen die beste Gesellschaft, die man sich vielleicht denken kann, nicht aufzuheben sind. Gut, ich mache jetzt hier mal einen Punkt, sonst wird es zu lang und würde sozusagen das Wort an den Ton geben, Herrn Brunschow. Ich will jetzt nur kurz Stefan Brunschow und den nächsten Kommentatoren vorstellen. Er hat auch in Frankfurt und in Stuttgart Philosophie, Geschichte und Soziologie studiert und 1998 promoviert mit dem Thema anthropologische Aspekte der Sozialphilosophie Herbert Marcuses. Jetzt ist er allerdings in einem bisschen anderen Feld tätig, er ist nämlich Professor für Kinder- und Jugendhilfe an der Hochschule Koblenz. Ja, und dann möchte ich einfach das Wort vielleicht weitergeben und hoffe, es funktioniert im Mikrofon. Dann ist das für hinten vielleicht besser. Erst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Und ich war jetzt im September in Mexiko, in Verona, eingeladen von Stefan Ganter. Und finde das einen sehr krassen Gegensatz, die Veranstaltung hier in dem IG Farbenhaus. Also dieser Herrschaftsbau, das ist eine wunderbare Universität, da ist auch viel Geld reingesteckt worden, trotzdem diese Machtarchitektur im Vergleich zu diesem legendären Campus der UNAM in Mexiko-Stadt, der angelegt wurde, auch von den Gebäuden, in einer ganz offenen Struktur, wechselnden Struktur, also auch Öffnung der Universität für alle Bevölkerungsschichten. Also es ist wirklich ein extremere Kontrast, glaube ich, lässt sich kaum finden. Deshalb passt das jetzt auch ganz gut nochmal in die Bezüge zu Mexiko. Ich werde es auch kurz am Ende nochmal aufgreifen. Ich will zur Kritik etwas sagen, Bedeutung der Kritik, dann zur Kritik an den wissenschaftlichen Fachdisziplinen, dann zur Kritik einer Theorie gesellschaftlicher Normalität, dann zur Frage der Antisemitismuskritik als kritische Theorie einer Gesellschaft. Dann, wenn noch die Zeit bleibt, vielleicht zu negativer und positiver Utopie und zum Fazit kommen. Es sind einige Themen schon genannt und also irgendwie drehen wir uns, glaube ich, um die gleichen Fragestellungen auch an Stefan in bestimmten Punkten, aber wir kommen, glaube ich, von unterschiedlichen Ecken her und deshalb sind die Fragen auch nochmal zum Teil verschieden.
Was mir an dem Buch sehr gut gefallen hat, war, dass Stefan zeigt, kritische Theorie muss nicht zu einem Ästhetizismus führen. Sie muss nicht zu einem Fatalismus und zu einer Melancholie führen, das habe ich in meiner Dissertation zum Beispiel ausgeführt, sondern kritische Theorie kann zu politischer Aktion führen. Dafür ist das eine starke Interpretation. Seine Position begründet er folgendermaßen, also was er ausführt in diesem Buch, sei im Theoretischen mit der radikalen Kritik der klassischen kritischen Theorie an der kapitalistischen Revolutionsweise fortzufahren, in Verbindung mit einem Projekt der politischen Intervention außerhalb der etablierten Partei. Das ist dann das Programm und das wird im Folgenden in dem Buch dann auch eben in Fragmenten versucht zu begründen. Das heißt, einmal der klare Bezug zur klassischen kritischen Theorie und zum Zweiten der Bezug zur außerparlamentarischen Opposition der 60er Jahre, aber auch der 80er Jahre, dazu wurde ja auch schon was gesagt, das sind teilweise Dinge, die ich auch nicht erlebt habe. Und auch Leute hier im Plenum, die sagen, die Ereignisse ganz gut kennen. Und es ist für mich natürlich interessant, das nochmal geschrieben zu sehen. Ich war mir damals der historischen Bedeutung der Ereignisse in der Form nicht bewusst. Das arbeitest du ganz schön heraus. Ich verstehe Stefan Gantler, sage ich, in seinem theoretischen und politischen Zugang. Ja, ich würde ihn beschreiben als einen Partisan im theoretischen und politischen Feld. Das ist sozusagen sein Programm. Oder da fällt mir Brecht ein, der an der Stelle schreibt, ich bin einer, auf den könnt ihr nicht bauen. Also, wenn ihr glaubt, ihr habt mich, dann kommt die Kritik. Und hier kommt die Kritik, die natürlich für die kritische Theorie ist, dann die zentrale Bestimmung. Adorno an der Stelle definiert Philosophie heute kann, oder der Kern der Philosophie heute ist das Element der Kritik. Diese Kritik macht vor nichts und niemandem Halt. Das führt der Stefan auch ganz schön vor, weil er sagen, nicht nur natürlich scharf kritisiert diejenigen, die kritische Theorie schon gar nicht gelten lassen, er kritisiert ja aber ganz scharf auch diejenigen, die der kritischen Theorie Kreide geben, die Regionen der kritischen Theorie, aber er kritisiert sozusagen auch seine eigene Tradition kritischer Theorie, also zum Beispiel wird Marx kritisiert an bestimmten Punkten, dass er nicht radikal genug sei, und es wird zum Beispiel auch Alfred Schmidt kritisiert, weil er die konservativen Aspekte der hegelischen Staatsphilosophie nicht gesehen hätte oder als nebensächlich weggetan hätte. Insofern finden wir da eine authentische Haltung kritischer Theorie, nämlich weg vom Denken in Schultraditionen. Wir hatten ja das Thema, das ist ein ganz eigenartiges Jahr, das ist kritische Theorie, in Generationen denkt oder in Schulen denken sollte, weg vom Denken in Meister und Lehrlingen, weg von Lehrern und Schülern, sondern hin zu einem unabhängigen Denken, das mit niemandem paktiert. Idealtypisch. Im Paradiese, der Stefan ist ja sozusagen auch Element unserer Gesellschaft und wie wir wissen, hat sozusagen, sind wir dann auch keine Vollkommenen und keiner von uns ist ein völlig autonomer Mensch. Das zeigt sich zum Beispiel, dass er durchaus ein ehrfürchtiges Verhältnis zu seinem Lehrer Alfred Schmidt hat. Es zeigt sich in einer sehr pedantischen Zitationsweise, die er auch von Alfred Schmidt gelernt hat, die für mich aber auch immer Eindruck ist, einer Schätzung des geistigen Eigentums. Ich denke, das ist etwas, was man mal in Frage stellen sollte. Und die Verwendung des Pluralis Majestatis, der ja eigentlich eine Zelebration des Individuums, das sich absolut setzt, ist. Das verträgt sich nicht, glaube ich, in seiner Fassung der kritischen Theorie. Die Kernfrage von ihm lautet, wie ist es möglich, ich zitiere, dass die kapitalistische Produktionsweise, obwohl sie offensichtlich dysfunktional ist, also dysfunktional im Hinblick darauf, eine Gesellschaft zu organisieren, die allen ihren Mitgliedern Nahrung, Wohnung und so weiter gibt, wie ist es möglich, dass solch eine Gesellschaft nach wie vor besteht und sogar von der Mehrheit der Bevölkerung zunehmend befürwortet wird? Zitat Ende. Das ist natürlich die klassische Frage des westlichen Marxismus, die am Anfang gestellt wurde von Karl Korsch und Georg Lukács. Und auch hier nebenbei möchte ich bemerken, was mir sehr gut gefallen hat, dass ein Theoretiker wie Georg Lukács hier ernst zitiert wird. Sozusagen nicht nur als Bashing-Figur, auf die man einschlägt, als Stalinist,
abgetan wird oder überhaupt ignoriert wird, sondern als ein Theoretiker, der ernst zu nehmen ist, mit dem man sich ernst kritisch auch auseinandersetzen kann. Immerhin ist es nicht allzu lange her, dass Georg Lukács als der neben Heidegger und Wittgenstein irgendwie der dritte Modernisierer der Philosophie im 20. Jahrhundert gehandelt worden ist. Das ist völlig meines Erachtens überwiegend verschwunden. Georg Lukács wird, wenn er zitiert wird, dann nur zitiert als Stalinist unter diesem Motto. In Absetzung von dem Ökonomismus, einmal auf Seite der Sozialdemokratie, auf der anderen Seite des Bolschewismus oder Stalinismus oder wie man es nennen will, darauf bezieht sich der Stefan auch, wir rücken in diesem westlichen Marxismus natürlich die ideologisch-kritischen Analysen von Kultur, Politik, Wissenschaft etc. ins Zentrum, um zu erklären, warum eine überkommene ökonomische Ordnung trotzdem in irgendeiner Weise von der Mehrheit der Bevölkerung unterstützt wird. Diese Analysen werden im Projekt der kritischen Theorie in einer schönen Formulierung von Stefan in antidisziplinärer Weise durchgeführt. Das ist ganz schön, es gibt gerade interdisziplinäre, also ein Lehrstück für Interdisziplinarität betrifft, weil der Stefan, glaube ich, gezielt antidisziplinär nennt, weil die kritische Theorie die Disziplinzuschreibung in der Wissenschaft nicht anerkennt. Also die kritische Theorie begnügt sich nicht mit einer Interdisziplinarität, sondern ein klassischer Historiker, so, dritten sind die klassischen Gesellschaftswissenschaften, Soziologen, Politologen, was auch immer, und dann arbeiten sie zusammen, sondern es geht darum, diese Zuschreibungen, Zurichtungen auch in der akademischen Wissenschaft selber zu sprechen. Das heißt, es ist, also antidisziplinär heißt, es richtet sich gegen die Disziplinierung der Wissenschaft, die sich ausdrückt auch in diesen Fachdisziplinen, wie wir sie klassisch kennen. Und das ist im Übrigen meines Erachtens ein Grund, warum die kritische Theorie an den Universitäten so schwer unterzubringen ist. Man weiß nicht genau wo und deshalb immer wieder von in verschiedenen Generationen von Studierenden die Frage, wo wird denn an die kritische Theorie gelehrt? Die Sache ist die, in der Philosophie ist sie nicht wirklich wichtig, in der Soziologie ist sie nicht wirklich wichtig, in der Psychologie ist sie nicht wirklich wichtig, weil sie in all diesen Disziplinen als solche, weil sie immer übergreift, eigentlich die Fächer sprengt. Und sie hat an unseren geordneten Hochschulen also keine disziplinären Aufgaben, wo sie als solches gelehrt werden könnte. Und das erinnert mich auch wieder an Bertolt Brecht, der in seinen Flüchtlingsgesprächen an einer Stelle ganz schön schreibt. Zitat, in bestimmten Fächern wie Geschichte oder Philosophie werden es nie wieder wirklich gut sein, wenn es den Marx durchgegangen sind. Also im Sinne von, man kann da nicht mehr das Fach Geschichte als antiquarische Historie einfach so weiter betreiben, sondern zur Geschichte gehören gesellschaftswissenschaftliche, politologische etc. Kenntnisse dazu. Und das sprengt natürlich sagen wir unsere klaren Fakultätszuschreibungen. Eine aktuelle kritische Theorie meines Erachtens hat heute die Aufgabe, die aktuellen Entwicklungen in Gesellschaft und Wissenschaft genau zu beobachten. Wir haben das ja auch gehabt. Also, was wir von der kritischen Theorie lernen können, ist ganz nah an den Sachen zu sein. Das heißt aber, ihr Zeitkern, dass sie ist selber sehr stark bestimmt, natürlich durch ihre Positionierung, Kontextualisierung in den jeweiligen historischen Momenten, die die Theorie treibt. Und die klassische kritische Theorie selber hat ja verschiedene Theorieentwicklungen in den unterschiedlichen historischen Epochen und Ereignissen, die sie aufnimmt und dann ihre Theorie umbaut. Da können wir natürlich dann nicht stoppen, sondern müssen uns fragen, und die Frage wurde hier auch am Schluss gestellt, was heißt das dann für eine aktuelle kritische Theorie, die aber nach wie vor diesen Impuls der Gesellschaftsveränderung oder den Impuls des Protestes gegen das Leid in der Welt behält. Darüber finden wir in dem
vorliegenden Text eigentlich nur eine negative Bestimmung, so wie ich es gelesen habe. Nämlich, es heißt, wir können keine neokantianische Reformulierung wagen, das wäre sozusagen die Linie. Oder, was nicht möglich ist, ist eine neopositivistische Resoziologisierung. Das wären dann die einzelnen empirischen Industriestudien etc., die gemacht werden. Eine Reformulierung, wie denn eine aktuelle kritische Theorie aussehen könnte, findet sich im jetzigen Band nicht. Ich gehe aber davon aus, da der Stefan ein Forschungsprojekt hat, mit dem Titel Theoria Critica des de las Americas, dass das eine Aufgabe sein wird, wo wir dann möglicherweise, ich weiß nicht, wann das zu Ende ist, in 2 Jahren wieder hier sitzen werden und dann mal über seine Reformulierung uns verständigen werden, woran uns allen nämlich doch sehr gelegen ist. Was finde ich die Stärke der kritischen Theorie? Das wurde auch schon genannt, tatsächlich, dass sie Gesellschaft von ihren Extremen her deckt. Also, die Gewaltförmigkeit der Gesellschaft ist nicht eine Abweichung, sondern kein Fehler, ist keine Pathologie oder wie man es nennen will, sondern die Gewaltförmigkeit der Gesellschaften ist das, was in der Geschichte der Gesellschaften bislang Normalität ist. Und der Kulminationspunkt dieser Gewaltförmigkeit ist für die kritische Theorie der Nationalsozialismus und die Vernichtung der europäischen Juden sozusagen als der Kern. Dem aus überhaupt auch Nationalsozialismus und die Gesellschaft dieser Zeit zu rekonstruieren ist. Es wurde schon gesagt, es handelt sich also bei dem Nationalsozialismus nicht um einen Betriebsunfall, beziehungsweise er kann nicht verstanden werden, wenn er als eine Ausnahme und nicht etwa als eine Konsequenz aus dem bisherigen historischen Prozess, bei der Adorno Horkheimer geht das sehr weit, also zumindest der abendländischen Geschichte heraus entwickelt wird.